Zusatzpunkt 6. Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 13.899 mit dem Titel Missbilligung der Amtsführung von Bundesminister de Maizière. Wer stimmt für diesen Antrag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Antrag ist mit den Stimmen der Unionsfraktion und... Wie bitte? Das ist eindeutig die Mehrheit. Also nur Hand auf. Was dann gehen wir nochmal. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Also, Blödsinn. Ja. So, das Präsidium ist nicht einig. Wir stimmen. Ich habe gewählt, dass die Mehrheit auf der Seite sitzt, Frau Präsidentin. Also wirklich, wirklich. Also das ist ja nun. So, es gibt. Ja. Also bitte. Also. Mann. Das ist abgesprochen. Ja, Entschuldigung, ist das abgekackt. So, erstens bitte ich von allen Unterstellungen gegen das Tagungspräsidium, egal wer hier vorne sitzt, erstens abzusehen. Die Präsidentin macht jetzt das, was in der Geschäftsordnung vorgesehen ist. Sie wiederholt die Abstimmung und wird feststellen, ob das Präsidium einmütig das Abstimmungsergebnis feststellen kann oder nicht. Ich wiederhole die Abstimmung. Wer stimmt für diesen Antrag? Es geht um die Drucksache 13.899. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? So. Für mich ist das eindeutig, das Abstimmungsergebnis. Ich kann nichts daran ändern, dass im Präsidium eine Schriftführerin das Abstimmungsverhältnis nicht so sieht. Und daraus folgt, dass wir vorgehen, wie es in der Geschäftsordnung vorgesehen ist. 51 Absatz 2, Zählung der Stimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach § 51 unserer Geschäftsordnung heißt es im Absatz 1, ist der Sitzungsvorstand über das Ergebnis der Abstimmung nicht einig, so wird die Gegenprobe gemacht. Bleibt ja auch nach ihr uneinig, so werden die Stimmen gezählt. Auf Anordnung des Sitzungsvorstandes erfolgt die Zählung gemäß Absatz 2. Und Absatz 2 wiederum sagt, dass ich Sie jetzt allesamt auffordern muss, den Plenarsaal zu verlassen. Und wenn dies geschehen ist, werden wir per Hammelsprung das Abstimmungsergebnis zum Antrag auf Missbilligung der Amtsführung von Bundesminister de Maizière feststellen. Waren sich doch auch einig. Da hat sich doch gar nichts geändert. Sie sollten sich schämen. Sie sitzen da wirklich falsch am Platz. Entschuldigung, wir können das auch mal mit Ihren Leuten machen, wenn Sie da oben sitzen. Was soll das denn? Ich sitze da oben. Ich kann doch mal da hinkommen und rumschreien. Ich kann doch trotzdem da hinkommen. Von da mal hinkommen und rumschreien. Das geht gar nicht. Das ist indiskutabel. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Saal zu verlassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, nach Erledigung der notwendigen Geschäfte hier im Saal, den Saal zu verlassen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin durch die Geschäftsordnung gehalten, Sie aufzufordern, den Saal zu verlassen, damit wir die Sachabstimmung dann durchführen können und das Abstimmungsergebnis festhalten können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich höre gerade, eine Voraussetzung, um die Abstimmung durchführen zu können, ist schon erfüllt. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze an den Abstimmungstüren eingenommen. Nun bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, die hier im Saal noch etwas zu erledigen hatten, dies dann auch zu beenden, den Saal zu verlassen, damit wir die Abstimmung beginnen können. Ich bitte um ein Zeichen, ob alle Kolleginnen und Kollegen den Saal inzwischen verlassen haben. Dann erkläre ich noch einmal, was wir jetzt tun. Wir stimmen ab über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 13.899 mit dem Titel Missbilligung der Amtsführung von Bundesminister de Maizière. Ich eröffne die Abstimmung und bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Saal zu betreten. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die den Saal schon betreten haben, uns den Blick auf die Abstimmungstüren freizumachen, damit wir sehen, ob alle Kolleginnen und Kollegen ungehindert abstimmen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie erstens, den Saal wieder zu betreten und diejenigen, die dies vollbracht haben, uns bitte den Blick auf die Abstimmungstüren freizumachen. Ich bitte um ein Zeichen, ob noch Kolleginnen und Kollegen vor dem Saal sind, die an der Abstimmung teilnehmen wollen. Und dann bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, die noch in der Lobby sind, sich zu den Abstimmungstüren zu begeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, uns den Blick auf die Türen freizumachen, damit wir feststellen können, ob noch Kolleginnen und Kollegen gehindert werden, an dieser Abstimmung teilzunehmen. Ich bitte um ein Zeichen, ob ich die Abstimmung schließen kann. Dann bitte ich die Schriftführerin und Schriftsteller. Die Schriftführerinnen und Schriftführer insofern schriftstellerisch tätig zu werden, dass sie jetzt mir bitte das Abstimmungsergebnis kurz und knapp mitteilen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Aufmerksamkeit für das Ergebnis der Abstimmung über die Drucksache 13.899. 307 Kolleginnen und Kollegen
haben mit Nein gestimmt, 233 Kolleginnen und Kollegen haben dem Antrag zugestimmt. Es gab keine Enthaltung. Der Antrag ist damit abgelehnt. Ich bitte jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, die an der Debatte hier weiter teilnehmen wollen und können, dies bitte sitzend zu tun, diejenigen, die uns leider verlassen müssen, uns zu ermöglichen, hier in den Beratungen fortzufahren. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11.